Und wieder einmal gibt es 5 schnelle Fragen an mich. Die Besonderheit liegt darin, dass ich die Fragen nicht kenne, aber hoffentlich die Antworten weiß. Ja, das macht mich logischerweise sprachlos, weil ich die meisten Modewörter überhaupt nicht kenne. Ich kenne den Begriff Spoilern, aber ich glaube, der ist schon ein historisches Wort geworden. Sorry, ich verstehe das meiste nicht, aber that's what it is. United States of America. Es ist und bleibt mein Lieblingsland, auch wenn ich letztes Jahr so ein paar Erlebnisse hatte, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber ich war dieses Jahr schon 2-mal und ich werde nächste Woche schon wieder dort sein und ich freue mich drauf. Was nutzt du verschwenderisch? So, ich hasse Verschwendung. Ich finde, man darf unheimlich gern Geld ausgeben, man darf auch unheimlich gern investieren, solange man es benutzt. Aber ich finde es ein Drama, Geld auszugeben für Dinge, die du nicht benutzt. Und ich hatte mal eine Drogerieabteilung betreut und da ging eine Produktserie zu Ende, ich glaube mit gefühlt 7000 Badezusatzflaschen. Und ich habe mein halbes Leben lang in diesen Badezusätzen gebadet, weil ich das Zeug nicht wegschmeißen wollte. Ist aber zum Glück schon ganz, ganz lange her. Ansonsten, was ich verschwenderisch manchmal benutze, wobei es ist nicht verschwenderisch, aber ich liebe gute Parfums. Und da könnte ich mich manchmal reinlegen, was ich nie tue, weil mein Umfeld sollte mich noch ertragen können. Womit hättest du gern viel früher begonnen? Definitive Antwort: mit Sparen. Menschen unterschätzen die Macht von Zins und Zinseszins. Und ich weiß, es ist lächerlich, aber ich glaube, wenn du in jungen Jahren mit, I don't know, 20 Euro im Monat, 20 Euro in der Woche anfängst, macht dich das wahnsinnig reich. Mein Schlüssel war dummerweise immer der, also mein negativer Glaubenssatz war immer, ach komm, diese Drecks 20 Euro, die lohnen sich ja auch nicht zum Anlegen und so weiter und so fort. Und wenn du dann die Zeit rechnest, ein Irrsinn, was du später eigentlich gar nicht mehr aufholen kannst, also du machst sensationelle Dinge, was du vorher hättest haben können. Welches ist mein Lieblingsbuch? Ich hab keine Lieblingsbücher, aber ich habe Lieblingsautorin, von denen ich alle Bücher lese. Das eine ist Yuval Noah Harari, ein ganz großartiger Weltbestseller-Typ. Und damit habe ich gar nichts am Hut, eigentlich Professor für Militärgeschichte in Israel. Aber er versteht es wunderbar, die Geschichte der Menschheit in mehreren Bänden zu erzählen. Das war Autor Nummer 2, den ich liebe. Und Autor Nummer 1, große Empfehlung, Malcolm Gladwell, New York Times Bestseller-Autor, habe ich auch in Frankfurt getroffen, hat viele Bücher geschrieben, Tipping Point und so weiter. Das beste Buch, das ich von ihm gelesen habe, hieß David gegen Goliath, weil er erklärt hat, warum eigentlich klar war, dass David hat gewinnen müssen und nicht Goliath. Aber wir haben natürlich eine andere Denke in unserem Schädel. Falls ihr das Buch kaufen wollt, könnte schwierig werden, denn ich habe die gesamte Auflage aufgekauft in Deutschland. Das, ihr Lieben, das waren schon 5 schnelle Fragen und logischerweise die Antworten dazu. Deswegen abonniert den Kanal, gebt mir ein Like und drückt auf alle Tasten, die sinnvoll sind, damit wir uns ganz, ganz bald wiedersehen. Denn ich kriege, glaube ich, in Zukunft noch schlimmere Fragen gestellt und dann wird es noch spannender.